Hey Leute und willkommen zurück zu Nightmares from the Deep 2. Der Gesang der Sirene in der Sonderedition. Genau, so, beim letzten Mal haben wir ja zwei von den Fischmünzen bekommen, also erzähl uns was. To avoid poverty and the town's decline, Murray summoned Davy Jones, the treacherous sea devil. Known for granting wishes to those who deal with him, they struck a pact. One day later, a mermaid named Calliope was caught in the sailors' nets. According to the hellish pact, she was guaranteed to secure the town's well-being. Ah. Calliope was more than a mermaid. She was a siren. And as the mayor's prisoner, she was used to lure the fish with her song, providing the residents of Kingsmouth with great catches. Fishing, however, was tiring and not very profitable, and soon ceased to satisfy the pirates' growing appetites. Mayor Murray had larger ambitions and an idea of how to achieve them with the help of a siren. He hadn't forgotten the old ways. Lass mich raten, er hat den Gesang der Sirene genutzt, um die Leute in Riffe auffahren zu lassen und sie dann zu plündern. Wahrscheinlich. Okay, Karte. Hier sind wir. Hier auf der Straße haben wir irgendwas, was wir tun können. Wir haben einen Siegelring und ein dickes Tuch. Da noch ein Oktopus. Voller Splitter und Scherben. Ah, ich muss die abdecken. Ich soll den abdecken, okay. Ja. Auf in die Pfandleihe. Hi. Okay. Nicht gleich. So viele sind Symbole. Ohne Hilfestellung durch eine Lösung werde ich nicht erkennen, welche wichtig sind. Das würde ich jetzt auch sagen. Die meisten Artikel. Ah, da ist noch so ein Vogelding. Aha. Okay. Ach, alles mit dem zu kriegen. Es ist dieses Teil da aus dem. Ah, guck mal, hier fehlen. Da brauchen wir die Spielzeugsoldaten. Aber da oben ist eine Klammer, die können wir mitnehmen. Ja, ja. Okay. Eine kleine Runde Vertiefung. Zack. Ein Rad. Ein Stahlrad. Oh. Mhm. Geschlossen. Der Wunsch, Kingsmouth für fremde Besucher zu öffnen, wird noch mein Ende sein. Erst wenn Murray seine Schreckensherrschaft beendet, wird Modernität ihren Einzug erhalten. Ich weiß, dass der Bürgermeister heimlich moderne Ausrüstung nutzt, die er von den Schiffswracks stiehlt. Aber wir einfachen Leute haben keinen Zugang zu diesen Wundergeräten. Wir sind auf ewig in der Vergangenheit gefangen. Ich habe den Schiffsfriedhof unter dem Leuchtturm ein paar Mal besucht, um so viele moderne Vorrichtungen zu retten wie nur möglich. Ich habe sie dann an meinen besten Kunden verkauft. Ich fürchte, dass die Prätorianer nach mir suchen. Ich habe den Laden geschlossen und einem Freund meinen Lieblingsring gegeben. Ich bin mir sicher, dass die Soldaten den Durchgang zum Untergrund nutzen, der durch die Katakomben unter dem Brunnen in der Stadt führt. Aha. Gut zu wissen. Gott sei Dank, das wissen wir dann jetzt auch. Ups, nein, da wollte ich gar nicht hin. Zurück. Das ist nutzlos. Tadalalam. Bestimmt, wenn wir das Rätsel im Schrank lösen, schiebt er sich zur Seite und dahinter ist ein Geheimgang. Vielleicht, ja. So. Straße. Achso, wir sind doch schon hier. Achso, ja, hier die Lockenfrau. Zange? Nein? Hm. So, in die Pfandleihe. Das macht keinen Sinn. Wir müssen irgendwie... Stimmt, wir können aber jetzt an den Brunnen gehen und mit der Zange die Nadel holen. Stimmt, den wollten wir auch noch retten. Ja, ja, vor allem habe ich das irgendwie total verpeilt, dass man hier ja auch hingehen kann. Der war ein bisschen am Abhängen.
too weak to catch up with the carriage. Please, help me save Calliope and stop Murray. You saw the oncoming ship. It's the first ship sighting in a long time. The mayor is sure to attack it. I won't get to the lighthouse without your help. The bridge is up, but there's another way. Through the shipwreck cemetery. Through all those ships that Murray sank and robbed. It's a horrible place. I'll show you the way. Just let me catch my breath. Okay. Ah, you already know about our conspiracy against the mayor? Then take this. It may help you out in the pawn shop. Ja! Yay! Die Dinger sind so süß. Okay, also wir müssen irgendwie die über den Friedhof dann. Aber das konnten wir doch jetzt gerade uns angucken. Geh nochmal bitte dahin zurück. Und klick mal auf den Schiffsfriedhof, da war nämlich eine Lupe. Achso, ich dachte, sie sagt dann, okay, ich weiß, wie ich da jetzt hinkomme. Nö. So, Zange. Achso, ja. Ein Brunnenschlüssel. Den können wir bestimmt in den Brunnen stecken. Ach, der hätte das gedacht. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Yay, jetzt macht der Brunnen Pipi. Ich wiederhole die Reihenfolge der wasserspeienden Fische, um den Brunnen zu entleeren. Okay, unten links, oben rechts. Oben links, unten, oben rechts. Ich glaube, das kriegst du alleine. Ich muss das nicht immer sagen, oder? Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, oder? Okay. Jetzt ist der Krebs bestimmt tot. weil die Brunnenplatte ihn zerquetscht hat. Dieser Kanaldeckel wurde... Also, den werde ich von außen nicht öffnen. Außer ich brenne mich durch die Stäbe. Mit einem Feuerzeug. Das dauert ja nur 48 Jahre. Einfach so lang dranhalten, bis du durch bist. Ja. Yay! Yay! Oh Gott. Wir bauen uns einen Piraten zusammen. Ich glaube auch. Weil ich das Gesicht und die Mütze erkannt habe. Ja. Das ist da ist der links. Das ist dieser Bogen da. Also ich glaube, da auf der rechten Seite sind noch ganz viele Sachen. Warte, also rechts unter dir. Da, genau da. Das, was daneben. Links unten ist noch in dieser Spalte von dem Ding ist noch der Kreis, ja. Oder? Und jetzt noch dieses komische Tuch. Ganz oben. Ach da. Sehr gut. Yay. Oh. Okay, du Pappkamerad. So, jetzt dahin und die Soldaten. Platziere das Spielzeug in den Regalfächern, sodass jede Reihe und Spalte jeweils nur ein Spielzeug derselben Art hat. Ach ja, wie ich das sehe. Sudoku. Dann ist die erste Reihe schon mal richtig. Jede Reihe und Spalte, das heißt diagonal ist es egal. Oh, mm-mm. Das hat gereimt. So, dann ist das auch richtig. Die und die schon mal. Das heißt. Da kann dann der Pirat rein, genau. Dann muss noch eine rote Dame rein. Ah ja, genau. So, dann ist die hier auch fertig. Mhm. So, dann fehlt hier dieses Mannequin. Dann ist die auch fertig. Nein, da sind zwei rote. Ah ja, da sind zwei rote. Dann muss der hier noch dahin. Na gut, machen wir es so rum.
Ist eigentlich egal. So, hier fehlt eine rote. Der Plüschkamerad als viertes. Oh, jetzt habe ich das alte Ding wieder kaputt gemacht. So rum. Genau, so rum. Und der letzte Plüschkamerad kommt schon mal in der dritten Reihe ganz nach unten. Alles andere geht nicht mehr. Der muss jetzt einfach nur einer links. Weil alles andere geht nicht mehr, weil sonst wäre in jeder Spalte... Ja, stimmt. Okay, warte, dann machen wir das erstmal so. Dann müssen wir die beiden tauschen. Okay, irgendwas stimmt... Achso, hier haben wir zwei von denen. Was fehlt denn hier? Ach so, einer. Ja, dann tausch doch den mit dem... Dann... Nein, stopp! War richtig. Die beiden nochmal zurück. Und jetzt tauschst du genau den, wo du drauf bist, mit dem unter dir. Also rechts unten. Das bringt ja nichts, dann ist in der Reihe hier ja keiner mehr. Ich muss den darüber packen. Warte. So. Okay. So. Aha. Voll Hightech. Ich brauche etwas Scharfes. Okay. Wir haben doch... Welche Nummer soll ich anrufen? Ja, keine Ahnung. 9-11? Kreuzförmig. Ich muss es erst trocken wischen. Okay. Wir haben ein Verlängerungskabel. Das wir wahrscheinlich in die Steckdose stecken können. Jetzt haben wir eine Mikrowelle. Was wollen wir da rein? Erhitzen. Keine Ahnung. Eine Dose, die da oben steht. Dose? Also oben rechts, die Dose. Rechts, das andere. Das rechts. Da. Nein. Das kann ich nicht mitnehmen. Aber da ist das Kreuz. Was dann kann man das bestimmt da reintun und dann kommen wir da an eine Dose ran oder so. Nein, aber an eine Spritze und Gummihandschuhe. Mit den Gummihandschuhen kann man bestimmt die Batterie öffnen. Schraubenschlüssel. Nee, wir brauchen hier einen Steckschlüssel. Brauchen wir Scharfes. Vielleicht die Spritze? Nein. Nee, dafür brauchen wir das Cuttermesser. Ich brauche einen Schlüssel. Geht's auch mit der Spritze? Nein? Okay. Eine Kurbel, um das Radio einschalten zu können. Okay. Chemische Lösung, du musst ja wahrscheinlich was in der Spritze aufziehen. Guck mal unter der Spüle in die ganzen Kanister rein. Sagt dir dazu was? Nein. Ah, oh, da war das Cuttermesser. Okay, da ist die Kurbel. Den steckst du. Da kann man das Radio auf. Ah. Da haben wir jetzt Batteriesäure. So. Dann nochmal. Batteriesäure ist nicht ätzend gegen Stahl. S-Block ist zu kalt. Ernsthaft. Das sollte man gar nicht machen, weil Wasser und so. Und Metall in die Mikrowelle ist eh nie gut. Ja, gut. Da wusste sie ja vorher nicht. 974. Dann rufen wir doch mal an. Achso, sie macht das von alleine. Gut, tak, tak, tak. Und da. Eine Lötlampe. Okay. Die jetzt hier. Kann man bestimmt den Brunnen aufmachen. Hey! When I was a Praetorian, we used an underground passage to get to town from the lighthouse. It starts right here, under the fountain. After you open the passage, proceed through the catacombs to the shipwreck cemetery. It might be dangerous. I believe in you. Danke. Der Brunnen ist offen. Just behind the cemetery, there's an entrance to the lighthouse and the prison. That's where the mayor held Calliope. I know because that's where I met her. If we're lucky, Murray will lock her up in the prison again. With Calliope's help, we might be able to tame the Kraken and save that ship. Please, find a way to get under the fountain.
Machen wir. Juhu! Auf in den Untergrund. Okay. Erstmal in die Küche. Was haben wir denn? Ja, erstmal ein Süppchen kochen. Baseballschläger plus Topf plus Öl, Feuer. Plus Feuer plus Locke. Was? Wenn du die letzte Fackel abgebrannt hast, solltest du daran denken, deinem Prätorianer-Kollegen für die Wache im Labyrinth eine neue zu bringen. Das ist einfach. Okay. Ach so, sehr wahrscheinlich. Drum wickeln, in Öl tauchen, an den Baseballschläger Fackel. Mhm. Look out, Hornets. Anzünden. Schade. Okay. Eine Karte. Ein Teil der Donnerbüchse fehlt. Haben wir jetzt die ganze Zeit dieses Bzzz im Ohr? Ich glaube ja. Okay. Also. Fledermaus. Für dieses alte Schloss werde ich wohl keinen Schlüssel finden. Es wäre einfacher. Es wäre wohl einfacher und schneller, es zu zerstören. Mit dem Deutsch? Nein, okay. Hier fehlt ein Buch, okay. Was war das? Ein Dünnerbüchsenschloss, okay. Tada! Muss entsprechend der Anweisung des Herstellers zusammengesetzt werden. Was ist jetzt Schritt 1, was ist Schritt 2? Ich würde sagen, wir fangen hinten an. Dass da dann das Ding nach da vorne. Ja, das ist logisch. Das ist. Das ist der Griff. Achso, nee, das ist das Ding. Okay. Und dann kommt unten noch der Hahn dran. Dann kommt Schießpulver vorne rein. Ah ja, genau. Erstmal Schießpulver. Stopfen. Nein, erst die Kugel und dann stopfen. Dup, 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 dup. Yay. Okay. Bumm. Brutal. Oh, ein Topf. Können wir wimmeln? Ich kann in diesen Topf mit. Was? Ich kann diesen Topf mit Teerstücken füllen. Aha. Kannst du die Teerstücke abkratzen mit dem Messer? Ach so. Ja. Okay. Lass uns doch erstmal da wimmeln. Ja, ist ja gut. Ja! Ich finde das lustig, dass das Skelett einen Spiegel in der Hand hat. Den wir sogar brauchen, also dieses Paddel links. Das Skelett? Links also. Oben. Der liegt genau jetzt unter dir? Ja. Da ist das Ding. Ja. Ach, da ich oben. Dachte, dass es im Becken versteckt wäre. Ja, mein Blasebalg. Kommen wir ein. Okay. Aber wir müssen doch immer die Hornissen irgendwie wegkriegen. Können wir sie wegblasen? Nein, ich glaube nicht. Probieren. Okay. Ein Buch. Fischfluch. Ich liebe unseren großzügigen Bürgermeister, ebenso wie alle anderen Prätorianer. Da kannst du jeden fragen. Ich weiß, dass er unter großem Druck handeln musste und sein Geschäft mit Davy Jones uns vor Armut und dem Ruin rettete. Er ist ein prächtiger Bursche und Anführer, aber dennoch muss ich gestehen, dass dieser Fischfluch widerlich ist. Er hat uns innerhalb weniger Tage entstellt und unsere Gesichtszüge in schreckliche Fratzen verändert, die Tiefseekreaturen ähneln. Nächste Seite. Hab ich doch schon. Okay.
Unsere Finger sind durch Gewebe miteinander verbunden. An unserem Hals haben wir Kiemen. Ich kann mich selbst nicht mehr ansehen. Abscheu. Die Stadtmenschen begegneten uns mit Abscheu und Ekel. Wir versuchten, sie unter Kontrolle zu halten, auch mit äußerster Gewalt, aber nichts half. Die Mädchen sehen uns hart arbeitende Prätorianer angeekelt an. Sind wir zu einem einsamen Leben unter der Herrschaft des Bürgermeisters verdammt? Die Verwandlung des Bürgermeisters war die schlimmste. Er sieht jetzt aus wie ein riesiger, wütender Hai aus. Hoffnung. Ich habe kürzlich gehört, dass sich der Fluch nun auch die Menschen in der Stadt auswirkt. Vielleicht habe ich bald wieder Chance bei der Damenwelt. Wow. Das ist eine Gasleitung. Sie ist aber nicht angeschlossen. Wenn ich einen Gasbehälter finde, kann ich den Herd erhitzen. Aha. Okay, Das sind die Tasten für die Bank. Ja. Also für die Registrierkasse. Okay. Dann würde ich sagen, warum laufe ich eigentlich? Plündern wir den Blinden nochmal. Oh. Okay, machen wir. Okay, Fass mit Zapfahren, Baseballschläger, saubere Teller, für den müssen wir was tun. Aschenbecher, eine Pfeffermühle, für die wir was tun müssen. Ein Schnapsglas, Spielkarten, Magnet, Glocke, Bürste, Gabel und eine Reibe, für die wir was tun müssen. Teller. So. Die Spielkarten. Achso, nee, das sind Streichhölzer, glaube ich. Oder da in der Mitte. Sind das Streichholz oder Spielkarten? Das ist ein Streichholz. Aber da ist Aschenbecher. Okay. Magnet. Die Glocke. Nimm mal rechts über dir das große Fass mit Zapfern mit. Ja. Spielkarten. Ach, da unten. Die sind genau da, wollte ich gerade sagen. Die Gabel ist über dem Streichholz. Ja. Noch eine Bürste. Da. Yay, wir haben einen Baseballschläger. Erst von den Blinden über den Kopf ziehen. Platziere die Kassentasten in der richtigen Reihenfolge, um beide Reliefplatten neu zu ordnen und die Schublade zu öffnen. Ah ja. Okay. Irgendwie wenig Sinn. Ja, aber du siehst du, welche Platte was ist. Also zum Beispiel die du jetzt gerade eingesetzt hast. So, das hier ist schon mal richtig, aber das muss nach oben. Ja, aber das muss nach links oben oder nach rechts oben. Das kannst du dir aussuchen. Okay, das stimmt schon mal. Wenn ich das dann... Nein, okay, das war das nicht. Das war das auch nicht. Das war's. Okay, also muss das irgendwo hier unten hin. Nein, war das da? Nein, okay, das war ganz falsch. Wo war denn dieses Feld hier? Warum? Da! Okay, das da. Also müsste das da dahin. Nein. War das die 1? Nein. Ich weiß nicht mehr, welches Feld das war. Verdammt. Nein, das war's nicht. Vielleicht der Fischkopf? So, jetzt sind die Farben auf jeden Fall schon mal richtig. Wobei, das weiß ich nicht. Vielleicht müssen die sich auch angucken, diese Seepferdchen. Ich habe gerade was entdeckt. Was denn? Guck dir mal die Farben an. Hier oben. Wir sind doch ein bisschen doof, oder? Ich
weiß jetzt noch nicht, ob die Farben dann nach oben oder nach unten gehören. Das macht ja auch wieder keinen Sinn. Warte mal. Ich glaube, du bist doch auf der richtigen Idee, aber du setzt sie gerade noch falsch um. Ich glaube, der Fisch ist richtig. Der hier? Ja, aber da fehlt noch was. Und zwar musst du sehr wahrscheinlich die Flosse von dem Fisch, der in der Mitte ist, einen tiefer setzen und das glasig Ding sozusagen in die Mitte. Also dir einer rechts, das einer tiefer, genau. Ja, das macht keinen Sinn. Also das und das hier, das stimmt ja schon mal. Das hier auch. Also müsste man das, das und das noch irgendwie ändern. Okay, das ist auf der Seite. Okay, das hier ist auf jeden Fall schon mal die... Ja, okay. Aber es wird ja nicht Gold dadurch. Das heißt, das mit dem Roten scheint irgendwie falsch zu sein. Nein, das ist das, was ich meine. Die müssen sich sehr wahrscheinlich angucken und du baust sie gerade falsch rum zusammen. Weil oben über dem Rot ist ja ein roter Pfeil. Das heißt, er soll dir sehr wahrscheinlich sagen, dass das eine rote Reihe sein muss. Und das wären dann graue Teile. Dann müssen die Seepferdchen sich nämlich angucken, weißt du? Nee, dann war das schon richtig. Ja, aber dann müsste das hier ja hier hinten hin. Weil mit denen hier bestimme ich dies, dies und dies. Das heißt aber, die müssten ja dann auf die andere Seite. Setz sie mal anders um, die ganz rechts. Na. Nee, warte. Nee, das ist auf der Seite. Okay, warte mal, wenn ich das hier nehme. So, das stimmt schon. Weil das ist schon mal richtig jetzt. Das heißt, das hier und das hier müssten ja... Achso, nee, Moment. Das hier und... Nein. Ah, okay, okay, alles klar. Also grün und silber sind die hier. So, warte mal, das hier war jetzt der Kopf. Ich muss gucken, wo der... Nee. Ach Quatsch, ich wollte... Nein, ich wollte die eins darüber... auch keinen Sinn. Ja, jetzt bist du aber wieder komplett falsch, weil du hast jetzt die Roten auf Blau und die Blauen auf Roten. So, und jetzt kannst du die sortieren. Erst die Roten sortieren am besten, damit du schon mal einen Anfang hast. Für den Kopf und all sowas. Also gut, in der Mitte ist scheinbar der Kopf. Genau. Jetzt kannst du einen blauen sortieren, bis du sozusagen das obere Ende hast. Das ist, glaube ich, der letzte Slot. Und da musst du jetzt nur das Richtige einsetzen. Nein. So schön. So, das heißt, der untere ist jetzt richtig. Nee, der war richtig, den du hattest. Dann hast du nämlich den Bauch von dem Pferd. Jetzt musst du theoretisch nur den bei Rot wieder ändern. Weil die sind immer über Kreuz. Nee, der in der Mitte war richtig. Achso, der in der Mitte war richtig, meinst du? Mhm. Okay. Mann, Mann, Mann. Boah, das ist ein kompliziertes Rätsel. Ich wollte gerade sagen, sowas ist nichts für mich. Vor allem nicht, wenn du so unglaublich viel erklärt bekommst. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier können wir wimmeln. Dann lass uns jetzt erstmal eine Runde wimmeln. Finde Objekte. Also, rechts in dem Korb ist schon mal die große Strebe. Dann da in dem Kasten links unter dir ist jetzt noch was, genau. In der Mitte des Schaukastens jetzt, also jetzt ein bisschen über dir. Jetzt komplett einfach nur hoch. Ah. Hoch, 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 hoch. Genau. Achso, nee, okay. Ah, hier ist noch so ein Ding. Da ist noch so ein Ding.
Schnurrbartkleber. Vielleicht auch einfach nur ein Haarwuchsmittel. Vielleicht auch das. Da ist eins. Ich lehne mich mal nach vorne. Ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. Bäh. Hinweis. Was? Oh, das sah aus wie Eier. Deswegen bin ich da gar nicht weiter drauf eingegangen. Okay, wir haben einen Kamm. Damit können wir. Damit kann man bestimmt die Perücke bürsten und Haare kriegen. Genau. Für auch immer. Achso, doch, nee, jetzt wissen wir es ja. Jetzt brauchen wir ja tatsächlich Haare. Okay. Jetzt haben wir den Baseballschläger, wir haben die Haare. Jetzt brauchen wir nur das Gas. Aber ich würde sagen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.